So, lala. Willkommen zurück zu Risen. Wir sind immer noch im Kloster, wobei ich nochmal feststellen möchte, es ist immer noch das Safe-Game, dass ich irgendwann wieder laden werde, wo ich dann davor stehe und was anderes mache. Aber höchstwahrscheinlich lande ich dann am Ende doch wieder hier, ne? Mit dabei ist ein alkoholfreies Radler. Das ist mir zur Entspannung mitgenommen. Ich habe ein bisschen vergessen, was ich letztens esse. Nee. Ich möchte auf jeden Fall nicht Stabkampf lernen. Das ist, glaube ich, ein bisschen begebene Lebensmühe. Stattdessen wollte ich hier mit dem komischen Typen, der die Bücher verwaltet, reden. In der Hoffnung, dass der mir jetzt die Liste rausgibt, ne? Die ich von ihm haben wollte. Risen Residenza, das klang alkoholfrei. Perverser. Ich muss hier aufpassen. Es ist sogar ein alkoholfreies Radler, aber es ist sehr lecker. Ich habe das, durch Zufall neulich gekauft. Da war mir gar nicht bewusst, dass es alkoholfrei ist. Ich hatte das einfach nur genommen, weil ich dachte, na komm, das ist ein Radler, nimmst du das mal? Das ist ein Ploppbier, ich mag ja so Ploppbiere. Ist aber, es schmeckt halt nicht so wie die anderen alkoholfreien. Wirklich durch Zufall. Glaubst du mir oder nicht? Ist mir nicht egal. So, hier, ich habe gewonnen. Ich habe einen Kampf gegen Tucker gewonnen. Na ja, sehr schön. Training ist wichtig. Dann will ich dir auch weiterhelfen. Ich habe hier eine Liste. Darauf sind die Namen aller verzeichnet, die in letzter Zeit die Festung verlassen haben. Das wird mir weiterhelfen. Gut, dann finde diesen Mörder. Jo, Liste von Palace halten. Dann wollen wir mal sehen. Liste, verdächtig. Ah ne, warte, muss noch abgesetzt werden. Liste von Meister Bashmore, Liste von Meister Palace. Berechtigt, die Vulkanfestung zu verlassen. Carlsen, Rekrut Schmied, Tucker. Tucker darf die Festung verlassen? Harlock, Rekrut Koch. Enzo, Ash, Kasper und Taylor. Und Palas natürlich. Ja gut. Der Koch war. Und Carlsen ist Rekrut? Dann gehen wir nochmal zu Tucker, mal sehen, was er zu sagen hat. Hallo Steuerfeuer. Der wird ja bestimmt eine Ausrede nicht verwegen sein. Nicht fahren wir nach den Schmied. So, Tucker. Was kannst du mir über Hemmler erzählen? Hemmler? Hemmler ist tot. Was weißt du noch über ihn? Er war oft bei Harlock in der Küche. Und? Harlock ist keiner von den Typen, die viel quatschen. Aber anscheinend hatten die beiden sich einiges zu erzählen. Wenn irgendwer was weiß, dann Harlock. Ah ja. Da brauche ich wahrscheinlich den Spiel gar nicht mehr fragen. Über Harlock hatten wir ja schon das Messer gefunden, wo ich gesagt habe, dieses Messer, das habe ich noch nie gesehen. Was soll das für Messer sein? Das kenne ich gar nicht. Kanntest du Hemmler? Junge, wir leben hier alle zusammen. Jemand nicht zu kennen, ist verdammt schwierig. Hattest du viel mit ihm zu tun? Nein. Er hat sich seinen Stab geholt und... Und was? Naja, ab und zu hat er mir Brauke besorgt. Hey, aber ich habe ihn immer gut dafür bezahlt. Ah ja. Er hatte also Sachen von außen. Na gut, dann ist Verdächtige Nummer 1 weiter in der Koch, der sein eigenes Küchenmesser nicht wiedererkennen möchte. Das ist... Hier ist eine Sackgasse? Okay, ich habe auch... nee, es sieht nicht so aus, könnte ich diese Kante raus runterspringen, um hier rauszukommen. Also der Koch ist schon höchst verdächtig, ne? Der Typ hat ein Messer am Rücken, was ein Küchenmesser war. Was hier? Ah, hier ist die Küche. Hallo, ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Ja... Carlsen kennt dieses Messer. Was geht mich das an? Er weiß, dass es eins von deinen ist. Bei allen Seeungeheuern, was willst du von mir? Dein Messer ist die Mordwaffe. Das macht dich verdächtig. Ah ja? Vielleicht wurde mir das Messer ja gestohlen. Vielleicht will jemand nur den Verdacht auf mich lenken. Schon mal daran gedacht, du Schlaukopf. Naja, das ist... Warum hat er denn so viel getan, wie er das kennt, das Messer nicht? Das war eigentlich von allein von seiner Verteidigung schon ziemlich schlecht, oder? Zu sagen, was ist das für ein Messer? Das habe ich ja noch nie gesehen. Statt einfach zu sagen, ey, das ist mein Messer, wo hast du das her? Achso, das hätte er irgendwie besser spielen können. Tucker sagt, dass du oft mit Hemmler gequatscht hast. Er war auf dir, weil er gutes Essen zu schätzen wusste. Ach, komm. Wenn du es unbedingt wissen willst. Wir haben übers Kochen geredet. Stärkender Eintopf, Weisheitssuppe, gute Kekse... Dafür hat Hemmler sich interessiert. Das soll ich glauben? Dass ihr Kochrezepte ausgetauscht habt? Mir ist völlig egal, was du glaubst. Aha. Ja, und jetzt? Gibt's Probleme? Ja. Wo ist denn der Inquisitor? Nein, ich will mich nicht auf diese Bank setzen. Ja, wo wem berichte ich denn hier? Halt! Ja, Maul, aber, ja. Achso, ich wollte ja sowieso mal mit dem anderen Schlägertypen reden, ne?
dass ich doch jetzt eigentlich weiter bin. Wie überschütte ich denn jetzt den Bericht? Ach so. Wegen Hemmler. Hemmler war ein Krauthändler. Aha. Hast du mit Kaspar gesprochen? Hab ich. Er scheint mir ein aufgeweckter Bursche zu sein. Es ist nicht nötig, dass du uns beide auf dem Laufenden hältst. Wende dich an ihn und berichte mir, wenn du den Mörder gefunden hast. Warte noch. Ich denke, für deine weiteren Untersuchungen wirst du den Leichnam nicht mehr benötigen. Ich werde mich darum kümmern, dass er zur letzten Ruhe gebettet wird. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Was bedeutet deine Prüfung? Das heraus... Ach so, er hatte ja diese Prüfung, wo man welche Sachen rausfinden sollte. Ja, aber ich habe doch den Mörder quasi schon gefunden, oder nicht? Hey, was hast du mit Kato gemacht? Ich habe ihm ein wenig Nachhilfe gegeben. Er kann's brauchen. Er braucht wohl eher mal eine Pause. Jetzt zu uns. Du hast in kurzer Zeit einiges erreicht. Aber ein paar Siege gegen unerfahrene Rekruten machen dich noch nicht zum Krieger. Nicht? Nein. Um dein Training zu beenden, werde ich persönlich gegen dich antreten. Also, wenn du noch mal pinkeln willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, dann machen wir das mal. Ich trete gegen dich an. Dann werde ich dir mal zeigen, was ein guter Krieger drauf haben muss. Das ist nicht üblich, dass er gegen die Leute kämpft, ne? Wie viel heilt das? Was geht da nicht, ne? Hab ich hier irgendeine Chance gegen den Typen? Müsste mal gucken, was ich noch so an Magie bei habe. Ich kann wirklich in diesen Drecksfastringe nichts machen, ne? Das ist wissen die Zeit, wie anderweitig überbrücken kannst. Ob ich ihn besiegen kann, ohne Bronco? Das ist bestimmt total ärgerlich und kostet mich wieder all meine Heiltränke. Ich sehe es kommen. So, egal. Wir sind auf jeden Fall voll geheilt. Hallo Horn und was auch immer das für ein Bild ist. Ich kann es nicht anklicken. Möchte mir mal beschreiben, was in diesem Bild zu sehen ist. Ich muss derweil mal gucken, was ich noch so an Magie habe. Wir haben Licht. Das bringt mir viel. Ich könnte Illusionen erschaffen. Telekinese, Levitation, Eile. Das bringt eine Eile. So schnell wie der Wind. Nautilus, starke magische Haltung, Also offensive Magie sieht anders aus. Na, dann wollen wir es mal so versuchen. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Tja. Er drückt halt übel Damage, ne? Aua. Wird teuer. Das sehe ich nicht ein. Ja, aber dann kriege ich glaube ich so nicht tot. Zumindest nicht, ohne all meine Heiltränke zu verbrauchen. Weil das Ding ist halt, der ist ja schon jetzt so ein bisschen... Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Weil er ist mit Schild. Ja. Er ist halt jemand. Ja. Also wenn er halt nicht so behindert viel Schaden machen würde. Bisschen wie bei den Panzerechsen, wenn ich jetzt hier die... Wenn ich die schweren Schläge durchkriegen würde... Dann ging es vielleicht. Als ob! Auf dem Bild von Horn ist eine ziemlich aufsässige Ente zu sehen. Eine aufsässige Ente? Oh Mann. Na, vielleicht gucke ich mir die an, wenn ich dran lege. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Tja. Was genau ist eigentlich die grobe Kelle? Oh. Wenn ich jetzt so Dark Souls-mäßig parryen könnte, dann wäre das ja alles viel leichter. Tja. Oh. Ich finde übrigens immer noch... Kann ich ihn aus dem Ring treiben? Dann hat er automatisch verloren. Aber ich habe mir das Gefühl, dass wir hier nicht mit technischen... Das wirst du bereuen. Hä? Okay, der Kampf ist jetzt abgebrochen, weil ich aus der Arena rausgegangen bin, weil er halt immer zurückgewichen ist. Das ist ziemlich dumm. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ah!
Bereue ich ein bisschen, dass ich in der Hafenstadt nicht die höhere Stufe Dings erlernt habe. Was? Das hat mich getroffen. Oh. Tja. Ey. Tja. Hä. Tja. Hä. Oh. Na, als ob. Tja. Ah. Alter, hallo? Das ist halt so dumm, also wirklich. Tja. Oh. Der hat vorhin genau das gleiche Schiff wie ich. Aber er nimmt halt überhaupt keinen Damage, der Typ. Ich frage mich überhaupt, warum ich ein besseres Schild mir zwischendurch geholt habe. Weil das Schild ändert ja nichts, ne? Ja. Wenn ich den Schlag öfter durchkriege, den schweren. Ja. 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 Das ist echt ziemlich riskant. Ich habe doch so ein bisschen Skrupel im Kampf zu speichern. Da hätte ich vielleicht mal nachsetzen können. Schlimmste ist, ich kann nicht mal seine Rüstung an den plündern. Jetzt Magie haben, ne? Stell dir mal vor, er wird jetzt hier noch anfangen, Heiltränke zu trinken. Ja! Ist das was? Oh. Der Kopf hat eigentlich eine Frisur. Oh, Mann. Ja! Jetzt ein mit dem Schwert mehr Reichweite haben. Jawohl. Nein! Jetzt hat er so einen schweren Schlag hingekriegt. Oh, ich bin sowas in Tod. Hab ich schon erwähnt, dass dieser Kampf teuer wird? Gutes Meme-Zeug? Nein, jetzt hab ich schon die Kugel lassen. Ja! Ja! Na komm, gib auf! Jetzt geht er jetzt Enrage oder was? Taut er jetzt nochmal fröhlich um sich. Ja! Oh. Oh Mann, ey! Ernsthaft! Jetzt auf einmal blockt er alles, oder? Das ist so behindert, dass du in diesem ganzen Scheiß Piranha-Bytes-Spiel immer ohne Schild blocken kannst. Das ist so unlogisch! Ey! Hat nicht mal eine richtige Deckung! Ja! Nichts zu holen. Wo ist denn sein Schwert hin? Das hätte ich jetzt auch noch gerne. Hallo? Schwert? Ja, mein Lieber, ne? Na, was sagst du jetzt? Darauf war ich nicht vorbereitet. Da steckt doch irgendein Trick dahinter. Wie konntest du gegen mich gewinnen? Hartes Training, das nun hoffentlich beendet ist. Ja, Sport. Na schön. Meinetwegen geh zu Vitus. Du hältst sowieso nur die Rekruten vom Training ab. Ja, das hat mich auch jetzt 3 Heiltränke gekostet, ne? So, möchtest du das hier noch irgendwie kommentieren? Ja. So, gut. Ich glaube, das ist unüblich, dass man gegen ihn kämpft. So, bei wem? Du, das ist gerade ganz schlecht. Junge, du stehst. Ganz schlecht, ne? So, bei wem sehe ich hier? Ich brauche Ruhe. Als ob. Schlaf hier gerade doof in der Landschaft rum, Bursche. Bei wem soll ich denn hier Bericht erstatten? Ja. Bei irgendjemanden. Palla? Nicht alles lässt sich durch Worte klären. So. Mein Training ist beendet. Das Training eines Kriegers endet nie. Vergiss das nicht. Jedoch darfst du dich nun deinen weiteren Aufgaben widmen. Vince wird dich durchlassen. Geh nun und vergiss nicht, auch weiterhin zu trainieren. Ja. Erzähl mir über die anderen Meister. Meister Pallas kennst du bereits. Er hat dich am Tor empfangen. Die anderen Meister findest du im oberen Bereich der Festung.
Iluma lehrt in der Schule das Schreiben der Spruchrollen. Cyrus hat wenig Zeit für eure Ausbildung. Er kümmert sich um die Artefakte. Ignatius, der Weise, ihn findest du vor der großen Halle. Und Meister Abrax, unser Alchemist. Ja? Wo finde ich ihn? Suche nach ihm. Suche nach ihm und du wirst ihn finden. Toll! Er mag dieses, er steht voll auf dieses pseudo-intellektuelle Dingsbums, ne? So, woher kenne ich ihn jetzt mein Zimmer, wenn da keine Leiche mehr drin liegt? Nehmen wir uns einfach das hier. War anscheinend das Richtige. Trotzdem müsste ich jetzt noch einen Bericht erstatten. Diese ganze Ausbildung bringt mir ja an sich nicht so viel, ne? Das ist halt hier. Ja, nicht mehr das Spiel. Das ist auch so ein Ding, ne? Die haben es aber. Piranha Bytes hat in 4 Spielen nicht geschafft, mal irgendwie diesen neuen Spielbutton im Game rauszuholen. Ich meine, wie oft denkst du, du spielst hier und drückst denn neues Spiel im Spiel? Das macht doch keiner. Niemand tut das. Also vielleicht, das ist ja kein Rennspiel oder so, wo du das halt irgendwie so mal eben... Ich verstehe es echt nicht. So, trotzdem müssen wir jetzt mal diesen komischen anderen Idioten noch finden. Sehen wir uns gleich schon näher rum? Warum dürfen die hier eigentlich Bücher haben, dich nicht? Ich will auch Bücher haben. Ich soll bei irgendjemandem einen Bericht erstatten und der wird ja wahrscheinlich nicht im anderen Bereich sein, oder? Das wäre ein bisschen dämlich. Ist was? Tja, ich würde ja gerne einen Mörder. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Der namenlose Held ist nicht so die Leserin. Doch, wenn so. Ach, hier ist Kaspar. Hier. Ich habe eine Liste von Meister Pallas bekommen. Zeig doch mal. Sehr gut. Irgendeiner von ihnen muss der Partner von Himmler sein. Du solltest mal mit jedem Einzelnen reden. Allerdings halten sich Enze und Ash tagsüber im oberen Bereich der Festung auf. Wenn du mit ihnen sprechen willst, musst du warten, bis sie nachts ihre Schlafkammern aufsuchen. Oder du beendest deine Grundausbildung. Dann bekommst du auch Zugang zum oberen Bereich der Festung. Ja, das ich stehe auch auf der Liste. Was ist mit dir? Du stehst auch auf der Liste. Ich bin es nicht. Vielleicht lügst du. Würde ich dir dann helfen? Also streich mich endlich von der Liste. Lass uns lieber um die anderen kümmern. Das ist aber verdächtig. Ja, aber also muss ich jetzt wirklich mit allen reden? Aber ich weiß doch, wer... Das ist so, ich kann nicht sicher sein, dass der Koch ist, aber das ist halt... Der verhält sich schon sehr verdächtig, ne, der gute Mann. Halt! Ja, hier. Ich habe meine Ausbildung beendet. Nun lass mich vorbei. Dann ist dir von nun an Zugang zum oberen Bereich der Festung gewährt. Weißt du, er zweifelt doch gar nicht dran, ne? Er stellt nicht irgendwie noch Fragen oder so. Ist es wirklich so? Sondern lässt mich einfach nur durch. Oh, ist das der Teil der Festung, der nicht mehr ganz so intakt ist? Hey, das kenne ich da unten. Da bin ich schon mal gestorben. Mehrfach. Oh, Bären. Da sag mal, man kann keine Kräuter in der Festung sammeln. Ein Ring? Ich kann den Ring wirklich nicht bewegen. Ach, so ein Elend. Na gut, ja, dazu beim nächsten Mal.